Yo, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Willefer dem mal wieder. Lang kein Video mehr gewesen, leider letzte Woche nicht geschafft ein Video hochzuladen. Leider ohne Cambase gewesen, habe ich mir gedacht. Ja, lieber produktiv und gute Qualität, anstatt einfach so ein Video rausklatschen, was einmal scheiße wäre. Genau. Starten wir direkt rein ins Hauptthema. Bevor ich euch mein neues Team zeige, blende ich euch jetzt hier einen Clip ein. Hero SPC ist gekommen. Erstes Pack, Kanu, leider gewesen. Und zweites seht ihr jetzt. Ramirez! Let's go! Ramirez! Ramirez! Let's go! Ramirez! Let's go! Wichtig, wie viel? 1 Million! Boah! Boom, Junge! Neues Team am Start! Boah, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Zwei fette Abräumer hier habe ich mir geholt. Gioro, Ramirez auch sehr, sehr stark gewesen. Knapp 1 Mio kostet noch. Ein dicker, dicker Pull, wie ihr seht. Geisteskrank, was mir hingezogen hat. Dann habe ich mir King geholt noch. Ist auch tradable. Ja, für so. Schauen wir mal, wie viel habe ich den geholt. Oh, dauert wieder 10 Jahre, wie alles auf der PS4. 225k geht auf jeden Fall fit. Ist nicht gerade wenig, aber ist ein kranker Innenverteidiger so. Ich bin gerade noch ein bisschen am Traden, hier dies und das. Und Marquinhos vielleicht abzugraden. Ich habe überlegt, entweder Cordoba vielleicht zu holen oder ein Van Dijk. Ich schau mal, auf was ich Bock habe. Oder vielleicht ein Company, schauen wir mal. Und dann hier noch im Sturm Leao geholt. Also Team, einen guten Umbruch gehabt. Würde ich sagen, zweite Mal Hero Pack ist jetzt auch rausgekommen. Starten wir direkt rein ins erste. Ich habe das erste jetzt abgeschlossen. Ich schaue mal, ob ich das zweite so aus dem Verein machen kann. Ich habe noch 7800 Münzen. Ja, den Rest alles investiert, so ungefähr 450k. Investiert noch auf der Transferliste in Ronaldo, habe ich mir öfters gekauft für 13 bis 12, 5 so ungefähr. Hier Mertens habe ich mir auch noch mal ein paar Mal geholt, weil der recht tief war. Beim Preis Machado einmal, genau. Ja, dann können wir die hier abstoßen. Würde ich sagen, wird das erste Pack direkt ein Roulette und das zweite wird ganz normal geöffnet, genau wie davor. Vielleicht ziehen wir so ein Aloevaran oder so, wäre nicht schlecht, würde ich definitiv mitnehmen. Wir starten rein und wir sehen uns gleich beim Roulette. So, der Pull ist weg und wir gehen zum Roulette. Ich habe hier mir eine kleine Liste aufgemacht mit den Heroes. Wir werden es so machen, wir starten vom niedrigsten, sozusagen der am niedrigsten Wert ist, dann bis zum teuersten. Tun wir uns hocharbeiten. Der erste wird Lars Ricken sein. Ich werde mal, ich weiß gar nicht, ob es Heroes gibt als Liga. Schauen wir kurz mal durch. Ich glaube nämlich nicht. Icons auf jeden Fall nicht. Ich glaube nicht, aber wir werden auf Special einfach gehen. Hier Qualitätsspecial. Dann machen wir doch Deutsch. Und starten rein. Position, Mittelfeldspieler ist Lars Ricken. Genau. Zum Glück ist es nicht. Viel, viel besser als, ja, sagen wir mal, kein Spieler ist auf jeden Fall nicht. Hat keinen Sinn gemacht, was ich gesagt habe, aber ja. Dann Usain Dempsey ist der nächste Spieler, den wir nachschauen werden. Dempsey ist ZOM. Schauen wir mal nach. Ist es nicht? Sehr, sehr schön. Dann, ich hoffe, es ist nicht wieder Kanu. Ich hoffe es einfach. Bitte nicht. Er ist echt kein guter Spieler. Er ist Stürmer. Oh, zum Glück. Okay, perfekt. Stürmer können wir gleich behalten. Und wir gehen nach Australien zu Cahill. Schauen wir mal. Hoffentlich ist er nicht hier. Und er ist es leider. Ja, stabile 19k. Krank.
So Jungs, das insgesamt vierte Hero Pack ist jetzt abgeschlossen. Jetzt hier in diesem Video Live Commentary das zweite. Ah, ja. Ich bin gespannt, was rauskommen wird. Wir werden das ganz einfach, ganz normal öffnen. Da ist ja auch letztes Mal Ramirez rausgekommen bei so einem Pack. Das würde mich natürlich freuen, wenn nochmal sowas in dem Level kommt. Natürlich Ramirez nochmal wäre sehr belastend. Aber ja, wir werden sehen, was rauskommt. Ich habe Hoffnung, ich hoffe, jetzt beim zweiten Pack wird was Schönes rauskommen. Wir öffnen es in 3, 2, 1, let's go. Komm schon, gönn mir eine gute Flagge, bitte. England, IV, King, wichtig, geil, Mann, geil. Oder ist er? Perfekt, ich kann meinen verkaufen. Geil, Mann, sehr, sehr schön. Jetzt kann ich meinen verkaufen, jetzt kann ich den Untrade spielen. Das ist geil. Oh, sehr, sehr wichtig. Guter Pull, so ein schon W-Pull, würde ich sagen. Dann machen wir doch direkt so. Jalla, und verkaufen mit dir. Oh, geil, Mann. Schöner zweiter Pull hier aus dem Hero Pack. Nehme ich definitiv mit, ganz klar. King müsste so um die 200 noch kosten. Werde ich wieder reinvestieren und dann machen wir dick Coins. Das sage ich euch. So, Jungs, wir starten rein in die Weekend League. Es wird Sonntag schon. Sonntagvormittag, 11.15 Uhr. Ja, noch 20 Spiele vor mir. Wird auf jeden Fall kritisch werden. Wird sehr eng, aber wir schauen mal rein. Das ist hier mein Ding für die Evos und so, was ich hier spielen muss. In Squad Battles benutze ich das Team. Dann zeige ich euch nochmal mein Team, damit ihr so einen kleinen Überblick habt, wie mein Team gerade ausschaut. Genau, und jetzt hier eigentlich nur, er hat sich verändert, also ist halt Untrade geworden jetzt, anstatt Trade, genau. Sonst alles gleich geblieben, wir gehen so rein. Das erste Spiel zeige ich euch, dann kommen wie immer Highlights. Boah, also das Team ist echt schlecht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber wir unterschätzen es nicht. Wir unterschätzen es nicht. Nein. Dürfen wir nicht. Jetzt fahrt die bitte. Mach ihn rein. Let's go, Digga. Endlich das 1-0. Wichtig. Let's go, so schön gemacht, wichtig. Ah. Let's go, Marquinhos, die Entscheidung. Wichtig. So schön gemacht, Junge. So, Junge. So. Wichtig. Und da geht er auch raus. Sehr schön. Erster Win ist immer wichtig für ja, die gute Motivation in den restlichen 19 Spielen. Let's go. Wir gehen in die Highlights rein.
haben 11 Siege gepackt dieses Wochenende. Ich wollte schon sagen, lecker bisschen hier. 11 Siege gepackt leider nur, aber ja, bin ich auch zufrieden. Minimum 11 Siege jedes Wochenende. Ja, aber das ist so die Mindestherausforderung, so Mindestanforderung. Also 14 Siege sind immer noch so ein Bonus, würde ich sagen. 11 Siege ist so Minimum, genau. EP ist immer wichtig, neue Season ist da, neue Level am Grinden natürlich. Dann holen wir das auch gleich ab, weil wir haben ein 83 Plus Pack hier noch abzuholen. Wenn wir genug EP natürlich bekommen haben, haben wir, ganz klar, sind ja ein Level hochgestiegen. 83 Plus Pick nehme ich auch mit, ganz klar. Genau, schauen wir mal, was wir hier aussehen aus den B-Wards. Einen schönen Centurion Icon, wäre nicht schlecht. Wir fangen mal mit dem 83 Plus Pick an. Let's go, wir gehen rein. Lädt wieder 10 Jahre. Und ja, nur Schmutz. War mir irgendwie klar. So, nächster. Wir öffnen ihn ganz normal. Schauen mal, ob da was rauskommt. Let's go, komm schon. Ah, Rölfe, toll. Super. Habe ich schon untrade. Na, ich werde mal sie mitnehmen. Weil WebApp kann ich irgendwie nicht reinkommen. Also ich kann da nichts zurückholen. Ich komme generell nicht rein. Ich kann mich nicht einloggen. Keine Ahnung, was es liegt. So, Augen zu. Nächster Pick geht auf. Und Augen zu. Auf geht's. Müsste offen sein. Mit Drücken R3. Gehen mal zu den Stats. Schau mal, ob da was irgendwas Gutes dabei ist. Heuberg, nein. Er sieht gar nicht so schlecht aus. Payo, okay. Ja, weiß nicht. Okay, zumindest Centurion. Gut. Und noch ein Centurion. Okay. Ist jetzt die Frage. Ja, ich werde mal sie mitnehmen. Ganz einfach. So. Dann letzter Pick ganz normal wieder. Schauen wir mal, ob da was kommt, bitte. Nur 84er im Pick. Das ist natürlich sehr, sehr kritisch. Aber zumindest ein Centurion. Wie viel kostet sie? Ja, komm. Lad. Auf geht's. Ja, ein bisschen was. Okay. Aber ja, wird wahrscheinlich eh in der SBC landen. Ja, wie gefühlt jeder Spieler bei mir, der nicht ins Team passt, so. So, schauen wir mal jetzt zu den Packs. 3 Packs am Start, 50k Pack, 125k Pack und 2x85 Plus Pack. 50k Pack, starten wir rein. Schauen wir mal, was drin ist. England, RV, gönn mir Walker. Trippier. Okay, weiß nicht. Ist jetzt auch nicht so der beste Spieler, würde ich mal sagen. Vielleicht noch Center, schauen wir mal. Schaut jetzt ehrlich nicht so aus. Noch ein Centurion. Geil, habe ich vorhin auch gezogen. Nehme ich mit natürlich. Wurde mir gar nicht angezeigt, entspannt. Genau, den Rest nehme ich mal mit für das Centurion Upgrade, für diese SPC. Dann können wir da noch ein bisschen was grinden und Offcam mache ich da ein bisschen was auf. Wenn was rauskommen sollte, werde ich es euch im nächsten Video zeigen. Aber ich denke mal nicht. 125k Pack. Schauen wir mal, ob da was rauskommt. Deutschland Torwart, Tessegen vielleicht. Neuer, okay. Vielleicht Double Walkout. Schauen wir mal. Oh, Double Walkout, okay. Bestes Osimhen, cool. Nehme ich mit. Ist tradable, ist natürlich sehr, sehr schön, dass man da gute Walkouts draus zieht. Mal schauen, ob heute Abend auch nochmal was rauskommen wird von irgendwie einem Upgrade oder so, irgendein Icon Pack oder so. Wir werden mal sehen. Packe ich erstmal auf die Transferliste. Den Rest packe ich mal in den Verein und hier so unter 81 werde ich mal abstoßen, sagen wir mal. Oder packt man die auch noch raus. So, zack, zack, fertig. 5k, nehmen wir mit, ganz klar. Können wir uns noch einen Spieler holen, den wir so ein bisschen Gewinn machen, vielleicht ein bisschen investieren hier und da. Schauen wir mal. So, wieder 50k auf der Schippe, ist natürlich sehr schön. 85 mal 2, gönn ein Barber-Spieler. 3, 2, 1, let's go. Komm, gönn. Lädt wieder 10 Jahre, komm. England, RV, gönn mir zumindest was. Schon wieder Trippier. 2x85 und nichts. 2,85er. Das ist schon frech. Kritisch, würde ich da mal sagen.
Vielleicht noch irgendwas Center, komm, zeig mir. Rashford vielleicht, weiß nicht. Ja, pack ich mal rein in den Verein und werde mal sehen, was heute Abend noch kommt. Vielleicht kommt es noch ins Video, wer weiß, vielleicht auch das nächste, werden sehen. Aber genau, würde ich sagen, war es auch schon vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo da, die Glocke aktivieren fürs nächste Video, dass ihr mit dem das nicht verpasst. Vielleicht wieder ein Big Pull, wer weiß, im nächsten Video. Nächstes Video ja Ramirez King drin gewesen. Deswegen verpasst das nächste Video nicht. Ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut's rein und ciao.